Hallo und herzlich willkommen im Keller und zwar zur Ausrüstungsdiskussionsrunde, also Schuh-Review oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ist mir doch egal. Ich bin jedenfalls gefragt worden, was es denn mit diesen roten Stiefeln auf sich hat, die ich auf meiner Schwedentour dabei hatte und die möchte ich euch jetzt noch ein bisschen vorstellen für denjenigen, der es interessiert. Nennt sich Ferrata von Hangvag. Ist na, so ein universeller Bergstiefel, der eigentlich für fast jede Bergaktivität, damit natürlich auch nördliche Gerölllandschaften und ähnliches, geeignet ist. Ist ein Gore-Tex-Stiefel, ist damit 100% wasserdicht, bis eigentlich ganz oben, ich habe es ausprobiert, stand entsprechend im Bach. Also wenn das Wasser bis hier geht, dann geht wirklich, es geht da hinten noch nichts rein. Also da hinten ist er noch ein bisschen weiter runtergezogen. Aber bis ungefähr hier kann man wirklich im Wasser stehen und behält trockene Füße. Wenn es sehr kaltes Wasser ist, dann werden die Füße dabei trotzdem kalt. Aber sie bleiben trocken, da geht nichts durch. Also jetzt zumindest nicht bei meinem Modell. Und ich habe eigentlich mit Gore-Tex-Stiefeln bis auf einmal immer gute Erfahrungen gemacht. Einmal hatte ich welche, die waren tatsächlich relativ schnell undicht. Die habe ich mir aber umtauschen lassen und die, die ich dann bekommen habe, ich habe sofort komplett neue bekommen. Nicht irgendwie repariert oder sonst was mit neuer Sohle und allem Pipapo. Also das hat schon viel Geld gespart quasi. Allein weil die Sohle neu war, die war schon relativ abgelatscht bei den Vorgängermodellen. Und die waren dann aber auch absolut dicht und habe ich bis heute noch und sind noch gut. Also sind nicht die. So, das ist jetzt ein Kategorie C-Stiefel. Ich habe mal angedeutet, es gäbe A, B und C-Stiefel von der Kategorie her. Diese Kategorisierung von Stiefeln ist, glaube ich, von der Firma Meindl mal gemacht worden. Die Stiefel aller anderen Hersteller passen da aber trotzdem rein. Und zwar geht es da eigentlich um die Steifigkeit des Stiefels. Ein A-Stiefel, der hat einen recht flexiblen Schaft. Den kann man also gut zusammenknautschen. Der bietet natürlich ein bisschen mehr Halt als ein Halbschuh, also so ein normaler Sportschuh zum Beispiel. Und er hat auch schon hier unten eine Schale im Fersenbereich, in der die Ferse eben fest sitzt. Das hat also auch schon ein A-Stiefel. Aber dabei hat er eine relativ flexible Sohle, die man dann, das kann man dann im Schuhladen mal ausprobieren, die kann man dann so ein bisschen verdrehen, ein bisschen knautschen und so weiter und so fort. Das geht hier übrigens nicht. Komme ich aber gleich noch zu. Dann gibt es B-Stiefel. Das ist der hier schon nicht mehr. Das ist eigentlich schon so ein BC-Mischstiefel. Noch kein reiner C, aber auch nicht mehr ein einfacher B. Der hat jetzt auch einen schon ziemlich stabilen Schaft. Da unterscheidet er sich gar nicht mehr so sehr von diesem C-Stiefel hier hinten, was den Schaftaufbau von der Stabilität her angeht. Der wesentliche Unterschied ist allerdings noch die Sohle. Hier kann man nämlich die Sohle mit viel Gewalt noch ein wenig, man kann es hier so erahnen, ein ganz wenig durchbiegen und die hat noch eine gewisse Flexibilität und auch der Schaft ist noch etwas flexibler, als das dann bei einem Voll-C-Stiefel der Fall ist. Wobei man jetzt sagen muss, das ist schon ein sehr stabiler BC-Stiefel. Ich hätte jetzt natürlich gerne ein noch etwas weicheres Modell zum zeigen, weil viel Flexibilität weiß die Sohle, das ist übrigens mehrfach niederbesohlt worden, das Ding, der ist auch schon uralt. Viel Flexibilität weiß die Sohle hier eben entsprechend auch nicht auf. Aber so ein Teil ist relativ, und der ist halt schon relativ schwer. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, während so ein Ferrata vergleichsweise wirklich sehr, 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 sehr leicht ist. Also was auf jeden Fall für die Ferrata spricht, obwohl die ein voller C-Stiefel sind und nicht mal mehr eine Mischform, also wirklich ultimativ stabil und fest am Fuß sitzen, sind die doch vergleichsweise leicht. Gerade wenn man zum Beispiel jetzt solche Stiefel gewöhnt ist, die sind noch mal gut 150 Gramm pro Stiefel schwerer als die hier. Und man steigt dann in die rein beim Schuhe anprobieren. Ich habe gedacht, huch, die sind aber leicht. Die fühlen sich ja an wie irgendwelche leichten Wanderstiefel, also so A-B-Kategorie. Sind es aber nicht, sind volle C-A. Und das bedeutet, das ist auch nochmal so ein Special Feature. Das hat auch jetzt nicht jeder Wanderstiefel, Trekkingstiefel, Bergstiefel, wie auch immer man den jetzt nennen möchte, dieser Kategorie. Der hat hier schon eine Steigeisen-Anbringform.
Vorrichtung. Also man kriegt hier voll Steigeisen dran. Nicht nur leicht Steigeisen, sondern wirklich die richtigen und kann dann also auch super im Winter zum Beispiel auch eine Klettersteigtour machen. Da braucht man dann schon Steigeisen, sonst rutscht man da relativ schnell ab, habe ich mir sagen lassen. Das ist ja für mich nichts wegen Höhenangst und so weiter und so fort. Aber so generell im Winter im Schnee unterwegs sein, da ist das sehr hilfreich mitunter, wenn man sich dann wirklich mal Steigeisen dran machen kann. Ich habe inzwischen welche dankenswerterweise geschenkt bekommen. Ich muss die jetzt im kommenden Winter dann erstmal noch ausprobieren. Vorher will ich da nichts zu sagen. Aber ja, das sind auf jeden Fall Schuhe, mit denen das dann auch problemlos geht. Wasserdichtigkeit habe ich ja gesagt. Sonst kann man noch hinzufügen, das ist interessant, dass der jetzt kein Volllederstiefel ist. Viele Outdoor-Genossen mögen ja den Look eines komplett nach Leder aussehenden Stiefels. Das hat aber halt eben den Nachteil, im Lauf der Jahre wird so ein Leder schon mal porös. Sieht dann erstens nicht mehr so gut aus und irgendwann kann das dann auch mal reißen. Klar, gut gepflegt hält das schon sehr, 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 sehr lange. Nichts gegen Volllederstiefel. Ich bin aber trotzdem auch ganz froh, dass hier die verbauten Lederelemente, die sind eher mehr Deko als unbedingt notwendig, weil das hier ist das Hauptmaterial. Das Hauptmaterial ist so ein bestimmtes Textilien-Gemisch, ist auch saumäßig widerstandsfähig. Also wenn man da den Fels entlang schrappt, ich habe es ausprobiert zwangsweise, da sieht man gar nichts. Hab da noch keine Stelle am Stiefel gefunden, wo man da irgendwie welche Abnutzungserscheinungen an eben diesem Textilmaterial sehen würde. Und das zusätzlich verbaute Leder, das ist dann halt eben einfach mehr noch ein zusätzlicher Schutz, sicher auch. Aber ich glaube, das ist auch ein optischer Faktor, der hier eine Rolle spielt. Da ist aber auf jeden Fall dieses Material nochmal drunter. Das habe ich extra im Schuhgeschäft auch nachgefragt. Wie gesagt, die sind sehr leicht, die Dinger. Was man jetzt aber wissen muss, wenn man sich überlegt, so einen vollfesten Stiefel zu verwenden, ist, dass der ein speziell bestimmtes Abrollverhalten hat. Und zwar dieses hier. Also man kann das wirklich beim Stiefel, ohne ihn anzuhaben, gleich mal testen. Das Einzige, was der an Abrollverhalten aufweisen kann, ist das, was durch die Biegung der Sohle entsteht. Weil die Sohle selber ist ja 100% fest. Ein Sportschuh, den kann man bekanntlich relativ gut einknicken in Laufrichtung. Das funktioniert mit so einem Stiefel gar nicht. Der gibt 0, überhaupt nicht nach. Die Sohle ist absolut starr. So. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig unbequem, aber wofür ist das gut? Wenn man jetzt einen Weg hat, der nur aus Steinen besteht, aus solchen größeren, kleineren, schlimmeren, egal, das ist jetzt nur mal ein Beispielstein, und man läuft im Prinzip immer nur über Steine, bei denen man immer nur mit einem Teil vom Fuß auf einem Stein steht. Oder auch mal auf zwei Steinen und so weiter und so fort. Und jetzt hat man eine weiche Sohle und man tritt zum Beispiel mit der Mitte auf so einen Stein. Dann wickelt sich der Fuß mit der weichen Sohle so ein bisschen um den Stein. So in Anführungszeichen. Natürlich ist nicht sehr, und das ist wurscht, solange man das nur ein paar Mal macht, aber wenn man das jetzt viele 10.000 Mal am Tag macht oder im Laufe einer Tour oder man tritt mal mit der Spitze auf so einen Stein, in dem Stiefel steht man da wunderbar bequem und locker auf der vorderen Spitze vom Schuh. Kann man da wirklich auf sowas wunderbar stehen, auch über einen längeren Zeitraum, weil einfach die Sohle absolut starr ist und der Fuß dann nicht ermüdet. Das heißt, die Kraft sitzt nicht auf dem großen Zeh, sondern auf den gesamten Fuß wird sie verteilt durch die eben super steife Sohle. Ne? Das ist, glaube ich, soweit so klar. Und damit kann man überhaupt in so einer Gerölllandschaft mit solchen Schuhen hervorragend vorwärts kommen. Normaler Schuh, man ermüdet wahnsinnig. Die Fußmuskulatur muss dann jedes Mal, wenn man nur mit der Spitze vom Fuß auf so einem Stein steht, das alles ausbalancieren. Da muss die Fußmuskulatur für die entsprechende Stabilität sorgen. Und das funktioniert halt einfach über längere Strecken. Irgendwann, naja, nicht mehr bis sehr, 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 sehr mühsam. Klar, man kann das trainieren, aber es wird halt dann vor allen Dingen auch noch gefährlich, wenn man dazu noch einen schweren Rucksack auf dem Rücken hat und das wirklich über viele, viele Kilometer macht. Ja, ich möchte das einfach nicht riskieren. Und da brauchst du dann wirklich einen entsprechend festen Stiefel. Und da ist halt eben meine neueste Errungenschaft, und mit dem bin ich auch super zufrieden, eben dieser Fangwack Ferrata.
Die Dinger gibt es in vielen verschiedenen Passformen. Die gibt es in breit, die gibt es in schmal. Ist ganz interessant, was man im Internet da alles an Reviews lesen kann, also an Kundenmeinungen. Ich habe einen eher breiten Fuß, deshalb waren die Ferrata genau das Richtige für mich. Ich habe einen eher schmalen Fuß, deshalb waren die Ferrata genau das Richtige für mich. Ich habe dann mal im Schuhgeschäft nachgefragt, im Schuhfachgeschäft meiner Wahl. Und ja, es gibt schlicht und ergreifend verschiedene Passformen von den Dingern. Also nicht nur Schuhgröße XY, sondern schmal, breit, normal. Also scheinbar wirklich drei verschiedene für die, sagen wir mal, gängigeren Schuhgrößen, habe ich mir erklären lassen. Da sollte es also gut aus durchaus möglich sein, dass da jeder einen für sich gut passenden Stiefel findet. Den verkaufen sie wohl auch sehr oft im Schuhfachgeschäft meines Vertrauens. Es handelt sich um ein ganz kleines Schuhfachgeschäft, ja, also keine große Kette. Da gibt es genau ein einziges von deutschlandweit. Also da kann man sich sehr gut drauf verlassen. Und ich habe da bisher nur tolle Schuhe gekriegt und wurde immer hervorragend beraten. So, was gibt's noch zu den Dingern zu sagen? Dass das eher ein Textilmaterial ist als Leder, habe ich gesagt. Das macht die Pflege auch erheblich leichter. Man muss das Leder, man kann es natürlich trotzdem regelmäßig nachwachsen, sollte man auch bis zu einem gewissen Grad selbstverständlich tun. Aber dieses Textilmaterial muss man wirklich bloß einsprühen. Über ganz lange Touren, wo man den Schuh dann zwischendrin mal nachpflegen muss, ist das ein bisschen doof. Eine Sprühflasche kann schlecht mitnehmen, aber das hält er auch so aus. Gerade eben, weil er relativ robust ist mit dieser Bauweise und unempfindlich. Ich möchte nicht an den reinen Lederstiefeln rumstänkern, die sind toll, überhaupt kein Thema und gut gepflegt halten die auch eine Ewigkeit, aber das ist nicht schlechter, diese Variante. Die Atmungsaktivität ist auch hervorragend, eben durch dieses, sagen wir mal, poröse Material. Das ist ja ein Textil, das heißt, es hat gewisse Zwischenräume, ist dadurch wasserdicht, dass da auch noch eine Gore-Tex-Membran drin ist, aber die Atmungsaktivität war wirklich ganz hervorragend. Das habe ich jetzt so gut bei so einem Stiefel noch nicht erlebt, weil man wachst die ja noch zu. Leder hat zwar natürliche Poren, aber wenn man die dann noch mit Wachs zuschmiert, damit der Schuh auch ja wasserdicht ist, dann ist vorbei mit den natürlichen Poren. Das Einzige, wodurch man dann noch atmen kann, fußtechnisch, ist hier oben. Und das schränkt das Ganze schon deutlich ein. Und da waren die hier schon erheblich besser, muss ich sagen. Hat mich sehr überzeugt. So, und dann haben die noch eine Besonderheit. Das kennt vielleicht noch nicht jeder. Das sind diese Schnürhaken hier. Ah ja, so kann man den schön sehen. Das ist ein Feststellhaken. Das heißt, man kann den Schuh bis zu einem gewissen Grad, machen wir das mal so, bis zu einem gewissen Grad hier unten festziehen, so wie man das halt individuell für den jeweiligen Fuß braucht. Dann kann man den quasi mit diesen Haken, das funktioniert besser, wenn man den anhat, jetzt festklemmen, den Schnürsenkel. Das sitzt also wirklich bombenfest, dafür bewegt sich dann nichts mehr. Das geht nicht rein, das geht nicht raus und kann sich dann den Schaft beliebig eben dann auch noch mal super fest oder eben nicht super fest schnüren, je nachdem, wie man das gerade haben möchte. Wenn man zum Beispiel bergab geht, dann sollte der Schaft vielleicht ein bisschen fester sitzen. Wenn man bergauf geht, dann darf er ruhig ein bisschen lockerer sein, damit der Fuß eben gerade im Gelenk beim vielen Bergaufsteigen ein bisschen besser arbeiten kann. Dabei sollte der Schuh trotzdem immer wunderbar am Fuß sitzen und das kann man halt gewährleisten, indem man ihn hier unten immer sehr gut fest schnüren kann. Oder halt auch mal wirklich ein bisschen lockerer lassen und dann nur hier im Schaft feste schnüren, wer das gerne mag. Ich persönlich kann das nicht haben, aber die Option besteht. Und da ist halt eben so ein Klemmhaken an der Schnürung überaus praktisch. Man kann auch, je nachdem, was für einen Fußtyp man hat, den dann unten eigentlich immer geschnürt lassen und nur immer oben den Schaft ausschnüren, wenn man ihn ausziehen möchte und wieder anziehen. Gerade für Situationen, wo man häufiger Schuhe an- und auszieht. Bei Flussquerungen oder was, wo man weiß, da gibt es mehrere von hintereinander. Da könnte man dann halt hier oben, da unten eben einfach lassen, wie es ist und dann immer so in den Schuh reinschlupfen und so weiter. Je nachdem, was für einen Fuß man halt eben hier was hat. Hat hier diese Lasche, die ist zum Schnellöffnen dieser Klemmhakenverbindung, weil wenn man da jetzt so rumfriemelt und versucht, das mit dem Fingernagel aufzubekommen, dann kann einem besagter Fingernagel gut abbrechen und da ist dann halt eben diese Strippe hilfreich. Dann nimmt man eben diese Strippe und dann zieht man hier kräftig dran. Wenn man den Schuh dann anhat, dann geht da auch alles auf und dann kann man auch relativ schnell ausziehen. Gut. Ist vielleicht für den Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe auch ein Weilchen gebraucht, bis ich diese Klemmhaken gut gefunden habe, aber dann machen die auf jeden Fall Sinn
Und jo, sehr schön ist auch das Profil der Sohle, wie ich finde. Und ihr seht hier die Sohle nach schätzungsweise 250 Kilometern der Nutzung im bis zu schwierigsten Gelände. Wirklich viele Abnutzungserscheinungen kann ich da noch nicht erkennen. Man kann so ungefähr sagen, 1000 Kilometer hält so eine Sohle durch. Ist natürlich eine Vibram-Sohle. Sehr schönes, griffiges Profil. Und was ich auch gut finde, ist, dass er in der Mitte hier auch noch mal ein bisschen Profil hat. Weil, wie gesagt, wenn man auf so einem Stein steht, da haben manche Schuhe in der Mitte kein Profil. Der hier hat jetzt auch welches. Aber das habe ich auch schon gesehen, dass die in der Mitte quasi blank sind. Und dann steht man mit der Mitte auf dem Stein und dann rutscht man da schön durch die Gegend, weil einem halt da das dann Profil dann halt fehlt. Und ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein wesentliches Kriterium beim Schuhekauf, was ich empfehlen würde, wenn man gerade in geröllichen Landschaften unterwegs sein will. Dann sind diese Noppen in der Mitte erheblich hilfreich. Blasen hatte ich ein ganz kleines bisschen, habe ich aber immer. Habe noch keinen Schuh gefunden, wo ich überhaupt keine habe. Bis auf ganz am Ende in denen hier. Aber die sind inzwischen wirklich so abgelatscht, die kann man jetzt nicht mehr anziehen. Aber also man kann schon, aber zumindest nicht für richtige Touren. Da habe ich irgendwie Angst, dass mir dann irgendwann das Ding völlig auseinanderfällt. Aber Passform von denen ist inzwischen optimal. Das hat sich super an meinen Fuß angepasst. Die hier aber im Laufe der Tour auch immer mehr. Und ich vermute mal, wenn ich da erstmal 500 Kilometer drin gelaufen bin, dann sind die auch nochmal von der Passform eine Ecke besser. Also es findet eine Anpassung statt, trotz der Tatsache, dass es nicht um einen Lederstiefel handelt. Und die Dinger trotzdem vom Material her auch so fest und starr sind. Also man kann hier auch ganz gut erkennen, der obere Bereich vom Schaft ist schon durchaus noch biegbar, bis hier hochgezogen, bis hier geht allerdings eben diese Schale, wo die Ferse drin sitzt. Ungefähr das sind so die Abmessungen und damit ist der Knöchel also wunderbar geschützt vor Umknicken. Das ist fast nicht möglich, mit den Dingern umzuknicken. Ich bin einmal theoretisch umgeknickt. Mir ist aber halt eben gar nichts passiert, weil ich halt in diesen Schuhen da drin stand. Sonst hätte das böse ausgehen können. Also der eine Test, den ich quasi durchgeführt habe, unfreiwillig, der war sehr erfolgreich. Der andere sieht übrigens genauso aus. Also Hangwerk Ferrata, haben hier hinten noch so eine Schlaufe zum, weiß ich nicht, Aufhängen. Das ist auch nochmal für irgendwelche Schneeschuhe, Steigeisen, Gamaschen dran machen oder irgendwelche solchen Sachen irgendwie ganz hilfreich, bilde ich mir ein. Weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht so genau, benutze ich alles so selten. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Macht's gut und lasst euch nicht betüxen.